Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt hier auf dem LRF Crew Channel mit mir, Akira. Ja, Alan Wake, wie ihr auch schon sehen könnt. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Von meiner Seite eigentlich nicht viel, da das Spiel so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Und ich dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ich glaube Let's Plays gesehen hatte oder so. Und dann doch mal auf das Spiel aufmerksam wurde und es da ja irgendwann mal relativ günstig bei Steam zu kaufen gab, habe ich einfach mal zugeschlagen. Und ja, hiermit möchte ich euch dann Alan Wake zeigen. Machen wir mal ein normales Spiel. Also ich habe absolut gar keine Ahnung von der Story. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Alan Wake. Ja, von den Remedy Studios, wenn ich Ich mich hatte nicht schon immer irre. eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Autsch. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. What? Plötzlich war seine Leiche weg. Folge 1, Ich stand noch unter Albtraum. Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Nein. Das lassen wir mal schon so. Ja, ein bisschen schnell hier. Machen wir mal die Maus ein bisschen langsamer. Extrem schnell. Hui. Na, ich würde mal sagen, wir müssen eh noch mal kurz in die Einstellung. Ich habe nämlich die Untertitel vergessen. Wollte ich eigentlich schon einen Videokommentar? Nö. Das lassen wir erstmal. Und dann noch mal einmal hier bisschen runterstellen. Jo. So. Ja, fühlt sich schon ein bisschen besser an. Okay. Laufen können wir auch. Gut. Mal ungewohnt, mal von der anderen Seite den Charakter zu sehen. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Was? Nichts aufheben oder so? Scheinbar nicht. Weiter aus. Also da geht es auf jeden Fall zum Leuchtturm. Da liegt doch aber irgendwas. Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Na, Thermoflasche. Sammelbare Objekte, Thermoflaschen. Ah, wenigstens gibt es Physik. Ah, das da sieht auch ganz anständig aus. Könnte besser sein, klar, aber. Doch, also Grafik. Auch mit diesem Linseneffekt am Rand. Das seht ihr jetzt ganz gut oben links. So dass es halt abgedunkelt wird Richtung Rand. Das haben sie schon cool gemacht. So.
Wir nutzen mal immer noch ein bisschen schnell hier. Mal einmal kurz runterstellen. Das ist ein bisschen fix. So, was haben wir denn da? Sind das wir? Nee. Ja, nicht, oder? Was sagt ihr? Sind wir das? Ja, wobei, das könnten wir sein. Naja. Da liegt doch was. Seht ihr das? Da vorne auf dem Vorsprung. Eine Lampe oder so ist das. Ach, hier ist so eine Lampe. Mhm. Hier. Da links. Steht hier Alan Wake. Was? The Sudden Stop. Okay. Missing. Wow. What the? Sie erkennen mich gar nicht, oder Schreiberling? Geh weg. Sie sich für Gott. Glauben Sie, dass ich nicht einfach Sachen ausdrücken kann? Lass mich in Ruhe. Was macht der Freak da? Okay. Was willst du von uns? Ohne Ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. Sie werden nie wieder eine Ihrer miesen Geschichten veröffentlichen. Ich befördere Sie ins Grab. Ihre Geschichten sind nicht besonders gut. Sie haben überhaupt keinen künstlerischen Wert. Sie sind ein lausiger Schriftsteller. Billiger Horror und großkotziges Geschwafel. Mehr haben Sie nicht drauf. Sehen Sie mich an. Sehen Sie Ihre Arbeit an. Okay. Kranker Typ. Taucherglocke, nochmal Missing. Oh, hier gibt es bestimmt irgendwas zu scannen. Ob der das hinkriegt? Was ist denn jetzt auf einmal los? Strange. Ja, mal rüber da. Holy moly. Sie haben den Termin verpasst! Okay. Okay. Ja. Wow. Ich kann mich nicht aufhalten. Hau ab, du Sau. Na, komm, komm, komm. Mach nochmal, du Sack. Aha. Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Was? Okay. Was ist das? Strange. Irgendwie mit dem Laufen, dann ist so ganz klar. Wie fühlt es sich an, was? Durch die eigene Schöpfung umzukommen? Was ist denn? Jetzt kaputt. Wow, es wird dunkel, es wird dunkel. Aber ah! Oh, ne, ich will gar nicht machen. Nein, ich will nicht machen. Nein. Lauf doch. Lauf. Lauf. Ich kann nicht mehr laufen. Lauf! Nein! Aua! Was war denn das? Lauf! Lauf doch! Schneller! What the heck? Okay. Schnell rein da. Oh, ist ausgesperrt. Oh nein! Stopp! Nein! Nein! Verflucht! Stirb! Nein! Nein! Autsch. Saß fest. Es gab kein Entkommen. Okay.
What the heck? Was? Was geht denn hier ab? Und nun? Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Oh. Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Ja. Ist das der Ausgang? Okay, ich schätze mal. Da raus. Raus. Da lang. Oh. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Okay. Ah, okay. Licht heilt uns. Gut gemacht. Okay. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wiegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Okay. Was kriegen wir hin? Etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteidigen und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Jetzt haben wir eine Taschenlampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Aha. Okay. Das dauert aber. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Der ist da drauf. Aha. Interessant. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Aha. Nahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Sind wir jetzt im Traum, oder? Ich meine, er sagte ja auch. Er gibt den... Bisschen verwirrt. Aha, kann man auch schneller nachladen. Okay. What the heck? Aha. Das Prinzip ist ja schon mal drin. Anleuchten, Dunkelheit weg und ballern. Ich verstehe. Oh. Über. Haben wir unendlich Batterien eigentlich? Keine Batterie mehr. Okay, jetzt lädt sich das Ding also nur noch so nach. Ich verstehe. Aha. Wenn man ihn so macht, wird sie dann leer. Okay. Mhm. Ich verstehe. Ausweichen oder wo? Hier. Genau. Kommen wir denn jetzt aber zum Leuchtturm?
Oh, was ist das? Ach, eine Thermoflasche. Das ist ja echt schummrige Stimmung hier. Das ist schon cool gemacht. Muss man ja mal sagen. Okay, also einfach anleuchten. Na? Ach so, schießen kann man so also auch. Oh, cool. Eine Art Stun. Ich verstehe. Aber das ist ein cooles System. Bam. So. Weiter geht's. Das ist ja schon geil gemacht, das muss man ja sagen. Was? Was ist denn? Schön an die Birne. Bam. Das ist schon cool. Oh, das ist ja noch einer. Zwei. Oh! Au! Weh. Halleluja. Das hat richtig weh getan. Sie können mich nicht aufhalten. Alter. Au. Au. Au, 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 au. Ach. Was? Fliegen wie ein Schmetterling. Keine Muni mehr. Okay. Ich glaube, wir müssen hier weg. Das wird zügig. Damit kann ich ewig weitermachen. Okay. Ich würde mal sagen, wir müssen laufen. Wow. Ja, nee, es ist recht. Es ist da. Hau uns mal die Autos in die Ohren. Lauf doch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will gar nicht gucken, ich will gar nicht gucken. Wie krass! Es ist hier Downs, es ist hier Downs. Ich höre es genau, oder ist aber es im Aussammeln? Was schaffen wir, was schaffen wir? Ich weiß es, ich weiß es. Ups. Oh, da ist es. Oh, 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 oh. Schneller, 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 schneller. Ja! Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Okay, also jetzt sind wir in Bright Falls. Was wir jetzt aber genau hier machen, das habe ich jetzt gerade nicht so
Ganz hierhaft. Tun wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Was? Dann stellen wir uns mal hier neben. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Ja, danke. Ja, echt was Süßes. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. So, jetzt Alan, sind wir sind da. Komm zurück zum Auto. Aber nochmal umgucken hier. Wo bist du? Verdammte Juppies. Ich bin Juppie. Okay. Nicht irgendwas. Ne? Dürfen wir nicht hin? Na komm, Schnarchnase. Ich erledige alles. Ich habe alles arrangiert, ich fahre das Auto, ich trage sogar das Gepäck. Du musst nur deinen süßen Hintern in den Wagen schwingen und die Fahrt genießen. Ja, klingt, als hättest du einen Faulpelz geheiratet. Scheint doch ein Jäger zu sein. Aber ich habe ein Faible für ihn. Na los, du Faulpelz. Lass uns gehen. Gut, dann lass uns mal gehen. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Carr Stucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Odeon Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Gut, also so viel haben wir jetzt schon mal rausgefunden. Also das ist das Buch. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihn verfallen und ihn so viel zum bricht, wenn Sie wieder abreißen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon 2. Okay, also er scheint wohl ein bisschen Urlaub haben zu wollen. Bleiben Sie länger, Mr. Wake? Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade... Tu mir einen Gefallen, Kleiner! Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Kokolat
Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Was machen wir mal? Oh yeah. Ist das dein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Okay, einen ordentlichen Klaps. You put the dime in the coconut, drink them both up. Glaub bloß nicht, dass ich dich... Das ist genau mein Ding. Bloß, oh, weil ja. Wir brü... Das ich war's. Leise. Ich bin tot und in der Hölle. Ja, er freut sich auf jeden Fall. Und ehrlich so. Herrlich. So, oh, guck mal, da haben wir wieder eine Thermoskanne. Was spannend die denn da? Oder er? Das ist ein R. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Mal sehen. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky. Sie wollen doch nicht sterben, oder? Oder gar Schlimmeres. Ich habe Karl Stucky gewarnt, aber er wollte nicht hören. Oh ja, er ist schon ziemlich begeistert. Na, das wird dann wohl hier sein. Oh je. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Was ist das für eine kranke Tuse? Nicht der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Na, einmal mal Darmklo umklopfen. Jetzt aber auch nirgends rein. Was weg von der durchgeknallten Alten. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Oh ja. Ich komme irgendwann noch nicht so ganz mit der Sicht klar. Vor allem jetzt sind wir doch wieder auf der anderen Seite. Ja, auf der rechten Schulter. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super! Verfluchter Leistungsbruch. Schwillt an wie ein Ballon, wenn ich mehr als einen Löffel hebe. Ja, alles super. Es ist lange her, Tom. Schön, Sie zu sehen. Hey, Sie haben nicht zufällig was zu trinken dabei, Tom? Schön wär's. Hm. Ja, wenigstens zwei Jungs, die mal ein bisschen sympathisch sind, weil sie mich erkennen. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, dann verziehen wir uns mal hier. Ach, da ist sie doch auch schon. Tschüss, Mr. Wake. Ja, tschüss. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Okay. Das deiner war ich dann immer aus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denk drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch.
Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Wow, das ist fantastisch, Alan. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Wow. Also. Wow. Das sieht mal echt... Hast du die Beschreibung richtig schick gelesen? Schick aus. Es ist gar nicht wie in der Broschüre. Es sollte doch am See sein, nicht auf dem See. Ach, das hier ist viel besser. Es ist herrlich. Unsere eigene private Insel. Mit einem kleinen Brunnen. Der auch schon dicht gemacht wurde. Also, es sieht wirklich hübsch aus. Das muss man ja echt sagen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich würde jetzt auch mal sagen, dass wir jetzt am Ende der ersten Folge angelangt sind. Und ich hoffe soweit, ihr habt Spaß gehabt. Ich werde auch noch mal ein kleines bisschen an den Sound rumfummeln, die Stimmen noch ein bisschen lauter machen. Musik vielleicht noch einen kleinen Tick lauter drehen, mal gucken. Ich denke, das sollte dann auch ein bisschen besser zu verstehen sein. Teilweise war das ja doch ein bisschen leise. Ja, also nochmal, ne? Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Auf bald!